Such mal hier so noch ein bisschen rum, my boys. Und noch ein paar Äpfel mit und so. Okay, hier war der irgendwo, der Boy. Da hat auch irgendwo was gebrannt. Hier, das da. Was auch immer das war. Bist du eine Heilerin? Ah, nee, okay. Goblin des. Huch! Der ist geflogen. Oh, was haben wir hier? Nix. Eine Truhe. Doch etwas. Klampenöl. Jo, ich weiß, wir machen gerade überhaupt gar keine Quest, ne? Beziehungsweise, doch, wir haben ja so ein klein bisschen Quest zumindest gemacht. Wir haben ja das Toxinikum jetzt gesammelt. Dann gehen wir mal zurück, geben das mal ab. Oh Gott. Der ist halt wirklich, also, holy. Uwe ist halt wirklich schon alt, ne? So, was ist denn mit Ihnen? Welches Level sind Sie denn zufälligerweise? Könnte man Sie mitnehmen? Ah ja, Level 18. Wundarzt? Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Die ist Level 18. Ja, dann tausch mal die mal dahingehend aus. Was geben wir der Guten mit? Wir geben der Guten mit... Einen Ogersporn. Let's go. Sehr geil. Dankeschön. Danke fürs Mitkommen, Vivien. Dankeschön. Ja. Sprechen Sie Fähigkeiten, die nur von Vasallen erworben werden können. Sie sind nicht unbedingt nur vorteilhaft, da sie dem Vasallen erlauben, unabhängig zu agieren und das kann zu unerwarteten Konsequenzen führen. Doch mit ein wenig Gewohnheit, Planung und gebührender Sorgfalt können sie spezielle sehr nützlich erweisen und es sind wert, ausprobiert zu werden. Wenn du möchtest, dass deine Vasallen eine Spezialisierung erlernt, würdest du gut daran tun, dich mit Leuten mit verschiedenen Eigenschaften und Tendenzen in der Welt um dich herum anzufreunden. Früher oder später werden diese Freundschaften Gelegenheiten bieten, in denen dein Vasall eine Spezialisierung erhalten kann. Ein Vasall kann immer nur eine Spezialisierung haben und das Erlernen einer neuen Spezialisierung ersetzt die alte. Ziehe den Eintrag jeder Spezialisierung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Okay, wir haben noch keine einzige Spezialisierung gefunden. Wir haben übrigens jetzt 3 von den Dingern dabei. Von Kriegern. Also wir sind jetzt 3 Krieger, kein Fernkämpfer. Übrigens, was war das? War das noch ein Ogre? Ist das da oben irgendwo? Das, wo wir gerade eben schon eingefightet haben? Ich mag es, Ogre zu fighten. Es tut mir leid. Da ist noch einer. Ach, mein. Ja, wir müssen noch einen machen. Komm. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Oh, hier kurz. Den da. Hilft ja absolut gar nichts, ne? So, zack, zack, zack. Bam.
Ja, jetzt brennt er auch schön. Uiuiuiuiuiui. So, nochmal. So, nochmal. Bam, bam, bam. Oh, nicht. Nee, no, 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 no. Ja, gib mir mal kurz hier. Au! Der Dropkick! Au! Oh! Ja, nee, ich will nicht kriechen. Ich bin dead. Ja, Speicherpunkt. Ich wollte ihn halt einfach fighten. Warum muss der denn so one-tappen, wenn er da einen Dropkick macht? Das ist doch unfair. Das ist doch einfach unfair. Okay, gut. Das hat schon mal da gespeichert. Ah, dann machen wir. Wait, komm. Kommst du jetzt hier runter oder was? Ach, der ist wieder am Fighten. Komm, dann gehen wir helfen. Why not? Ah, why not? Ah, ich kann es aber einfach nicht lassen, ne? Ugas sind halt aber auch nicht einfach, ne? Sind halt nicht einfach. Da ist er. Hallo. Zu viel gerannt. So, der hat auf jeden Fall schon mal Akku. Machen wir das da? Oh, da sind ein paar dabei jetzt. Da sind ein paar dabei. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich muss halt wirklich voll Feuer haben, ne? Oh mein Gott, da kommt noch ein Greif. Ich weiß ja nicht, ob wir das... Ob, und so, ne? Okay, 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 okay. Wir kriegen bei denen, wir kriegen bei denen, okay? Oh! Oh, jetzt sagte ich, wir kriegen bei denen. Ah! Ich meinte gerade so ein. Und weg damit, weg damit. Oh mein Gott, sind die mies heftig. Das aber einfach, das jetzt, das gar kein Problem. Sehe ich auch nicht. Irgendwie kommt er auch nicht wieder, der ist weggeflogen, ne? Ja, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nicht weggeflogen, nicht weggeflogen. Oh mein. Oh, schön vom Himmel geholt. Schön vom Himmel geholt. Ja, ja, ja. Sehr schön vom Himmel geholt. Sehr schön vom Himmel geholt. Mal einmal den hier. Mal einmal den hier. Können wir beide brennen? Ja. Nicht zu nah an ihn ran. Wo ist der Ogre? Abby holt den Ogre. Ne, der Ogre holt Abby, oder? Ja. Ja. Der Ogre hat Abby geholt. Okay. Wir holen den Ogre. Nicht, da er einfach uns auseinanderreißt.
Okay, das ist ein bisschen zu kacke gebalanced. Dass man da wirklich One-Shot ist. So. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er runtergefallen, oder was? For real? Ah ne, da ist er. Ich glaube, da sind auch etliche Vasallen gerade gestorben, ne? Ja, den Urga alleine bekommen wir sogar noch hin, aber wenn dann halt so ein Greif dabei ist. So. Wie weit geht denn der Spell eigentlich? Oh, weit. Okay. Okay, der geht wirklich weit. Ach, wo geht der denn hin? Ja, genau in die Blitzfalle. Das ist schön. Ja, sei es dann. Und brenne. Und jetzt kommt ein Beben rein. Oh, das muss Damage machen gleich. Das muss gleich richtig fett Damage machen. Und jetzt ist er noch hingefallen. Ne, noch nicht. Beamen casten. Weg mit ihm. Ja. Einmal hier das. Komm schon. Ja, brenn wieder. Und nochmal ein Beben. Auf die Hoffnung, dass es ihn umstößt. Und er mich jetzt nicht gleich wieder dropkickt. Ja, komm. Einmal das da rein. Komm bitte nicht. Okay. Okay. Gut, dass ich hinter mich casten kann. Oh ja, freiwillig hingelegt. So was sehe ich gerne. Dann nehme ich nochmal Jörg hoch. Hey, lass mir meine Abby hier. Weg mit dem. Bam. Ja. Komm. Der ist doch gleich hinüber. Gut, das dabei gesagt. Ja. Oh no. Oh mein Gott, ich komme mich noch gerade so. Oh mein Gott. Komm schon. Jetzt aber.
Ja. Boah, Mann. Erstmal noch die. Nee, jetzt nicht noch ein Greif, oder? Nee. Oder? Ah, man weiß es nicht, ne? Also, man könnte jetzt auch so, ne? Also, da würde ja jetzt niemand und so Nein sagen, oder? Ja, das trifft nicht, ne? Das ist halt das Problem. Den muss schon jemand vom Himmel holen. Oder so, oder so, oder so, oder so. Der hat halt 4 HP-Leisten, ne? 4 Stück. Ich glaub nicht, dass das was wird. But we try. So, zack, 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 zack. So, einmal nochmal beben hier. Ja. Oh, der ist gefallen, der ist gefallen, der ist gefallen. Nice, nice. Und dann direkt noch den da rein. Quer drüber. Oh ja, oh ja. Und das da auch nochmal rein. In den guten. Ah, das sieht halt zu gut, um wahr zu sein aus, ne? Der One-Tap mich halt. Aber aufs Übelste. Aber. Maybe. Nochmal, nochmal. Oh mein Gott. Ja, dauer's dann. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter, weiter. Weiter, meine Vasallen, weiter. Der muss abbekommen. Und nochmal, und nochmal. Komm schon. Ja, der ist sauer. Der ist sauer. Der ist, glaube ich, richtig sauer. Kriegt sie ihn noch mal runter? Jörg, hol ihn. Oh, Jörg ist runtergefallen. Oh no. Wo ist er hin? Der ist geflohen, oder was? Dieser Pussy! Die Pussycat ist geflohen! Oh mein Gott! Oh no! Wir waren doch so gut dabei! Muss man den im Dauer-Stunlock halten? Ist der einfach geflohen, ey. Ist der einfach geflohen. Boah, das ist fies. Das ist ja fies, ey. Hi. Was mit dir? Level 18. Ja, wir brauchen noch einen Fernkämpfer, ne? Also kannst du keinem sagen, da muss dann halt leider, Q muss dann leider weichen. Haben wir auch erfüllt. Ja, ich gebe dem Q auch noch was mit. Hier, was kriegst du noch? Loxium kann ich dir nicht mitgeben. Du kriegst noch so einen fauligen Goldzahn. Ja, danke. Ja, sehr schön. Kommen Sie mit.
Holy. Ach ja. Irgendwann kriegen wir auch noch einen Greifen. Wir kriegen auch noch einen Greifen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, was meine Vasallen da alles mithören. Das können wir nicht zerbrechen? So, wir kommen hier nicht rein, ne? Komm ich von der anderen Seite rein? Hm. Ist hier das Dach kaputt oder so? Nee. Hier komme ich halt nicht. Komme ich halt nicht rein, ne? Ihr könntet einen Bogenschütze wahrscheinlich reinballern oder so. Oder ich müsste da irgendwie was werfen. Ich glaube, rein kommt man so nämlich auch nicht. Ich kann hier aufs Dach. Aber das nützt mir gar nichts. Nee. Ups. Ich wollte gerade sagen, lass mich mal mitfahren. Wait, kann ich nicht einfach aufsteigen? Nee, wir bezahlen keine 100. Wir bezahlen. Nee. Wir bezahlen keine 100 Gold, wenn wir hier 5 Meter vorm Stadttor sind. Ich dachte, es wäre irgendwie zumindest prozentual. Dass wir hier dem noch 5 Gold geben und dann bringt er uns noch dahin. Sollen das? Wie, was brauchen wir denn nicht mehr? Wir brauchen alles. Hier wird nichts weggeworfen. Das ist mit dem, mit der keinen Ausdauer, ne? Ich will ja nichts sagen, aber das geht mir so ein bisschen, ne? Also, Uwe, ich weiß, du bist hier 81 Jahre, aber bitte doch nicht ingame. Dieser Uwe. Ach, in der Stadt hat man keinen Ausdauerverbrauch. Aber außerhalb. Hä? Macht das Sinn? Also. Ich glaube jetzt mal nicht. Oh, verfolgt von einem Schatten. Wie verfolgt von einem Schatten? Wo ist denn der Boy? Wer verfolgt mich denn? Kontakt auf, die ich auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Aber wie und wo ist der? Da ist. Ne, der war es ja definitiv nicht. Aha. Klinze. Aha, der war das. Mhm. Ja. Mhm.
別に欲しいってわけじゃない。仮に買えたとしても買わないよ。エルフが人間から弓を買うなんて恥ずかしいことだからさ。それがどれだけよくできた弓でもね。 Wolfsbogen? Der will einen Wolfsbogen haben. Ein wolffellgewickelter Bogen. Er kann dem harten Einsatz in der Wildnis mit minimaler Pflege standhalten. Ja, ich brauche ihn nicht. Also, gönn dir. Ja, ich möchte liefern. Bin ich gespannt. Ja. これが人間が作った弓か。細部が色々と違うんだね。うん。鶴なんか見た目は同じだけど針が全然違う。多分材質からして違うんだろうね。何を見てるの？エルフが人間の弓に感心してちゃおかしいかい？実は最近調子が悪くて矢がまるで当たらないんだよ。だから そこから抜け出す手がかりが欲しくてね。なるべく早く調子を取り戻さないと。もう少しで弓の試練があるからさ。あ、ごめん。そんなこと君に言ってもわからないか。エルフの村にはそういう名前の試練があってね。成人すると弓の試練を受けるんだよ。成功するまで決して一人前と認められないんだ。それに向けてずっと練習してたんだけど、 どうも調子が狂っちゃって。え、しかし、いや、見てね。自信もなくなっていくしさ。これじゃダメだと思って、エルフ流の技術じゃなくて、人間の技術から何か学べないかと思ったんだよ。でも、それも自分一人じゃ限界がある気がするし、もし良かったら少し協力してくれないかな。君が弓を引いてるところを見せてほしいんだよ。 僕の何がダメか、それで分かるかもしれない。あ、そう、いかにしてみてね、 aber ich kann ihn nicht. Ich bin Magi. Warum kann ich das annehmen? Ich bin sichtlich verwirrt. Aber ein Magier sagt niemals nein, denn er hat das Wissen, einen Bogen zu schießen, aber er kann es halt einfach nicht. Natürlich kann ich dir erst sagen, wie es geht. Ja. 僕の練習場はここじゃないんだ。トレボ鉱山の北にある遺跡に来てくれ。いや、オッケー。そこを練習に使ってるんだ。君もあそこの方が集中できると思うしね。うん。頼んだよ。待ってるからね。Ich bin gespannt. Da bin ich jetzt gespannt, was der Elf von uns will. Oi, Anta! Yoru ni sakaba ni kuru yo ni tte dengon da ze. Aha. Kore kara no dengon ka? Shiranee yo. Soko made kikanakatta. Itsumo no basho de tomo itte ta kana. Bernd? Ne, Bernd? Omowanu tokoro ni ikeru kamoshiremasen. Okay, dann müssen wir halt auch vorbeigehen. Also, na, wenn schon gesagt wird, ey, komm mal in die Taverne, dann müssen wir auch in die Taverne. Hallo? Jo. Ich will mal nur mit dir reden. Ah, komm, wir geben mal eine Runde aus. Ja, Sugoi. Zack. Immer mal eine Runde aus und dann red mal mit dem guten Boy. Ja, wir dürfen, ey, das ist unsere Taverne, ne? Genauso wie die andere, aber das ist unsere Taverne. Kannst du mir auch was erzählen? Wahrscheinlich noch nicht genug ausgegeben hier. So. Hi. なすべきことをこなしていきましょう。 Brand. Achso, Brand heißt das. Okay. Gerüchte über Lard. Sven Koshi より耳寄りな情報が入りました。何でも
王宮内に怪しげな荷物が運び込まれたと。受け取り人は大臣のアロルドという男で、王宮内でも後期派の最たるものです。その荷は明らかに公的なものではなく、アロルドは人目を避けるようにそれを受け取っていたとか。その荷がディーサの企てに関する何かである可能性はそれなりにあるでしょうが、夜スベン公使がアロルドを自室に招き、アロルドを部屋から連れ出してください。Das gefährlich。その隙に荷物の件を調べていただきたい。いかがですか？お引き受けいただけますか？Ja, okay。真夜中から明け方にかけて大臣の私室の鍵を開けさせます。何か怪しいものがないか調査していただければ。新たな依頼ですね。Okay。殺してかかりましょう。ベルンワース城に向かいましょうか。Nee, wir machen uns definitiv nur nicht auf die. Nee, wir machen uns jetzt definitiv nicht auf in den Palast. Wir machen uns nämlich auf zu unserem Haus. Also zu unserem Haus. Nee, wie man das halt so sehen will. Und wir werden eine Übernachtung holen. Wir hüten das Häuschen nämlich. Wir ruhen uns. Jetzt hat die Frage. Wir haben Aufträge. So. Also, wir müssen abliefern. Jetzt, da haben wir schon. Ich auch nicht, was das 2 da bedeutet. Das wüsste ich halt auch gerne. Wir müssen Daphne besuchen. Wir müssen Toxinium abgeben. Wir müssen an einem Maskenball teilnehmen. Dann gibt's noch einen Dorf, wo wir gegen den Dings einen neuen Bogen, und wir haben Alats Gemächer. Und wir werden noch von einem Schatten verfolgt, der nicht dieser Bogentyp war. Weiß halt nicht, wer das war. Den haben wir nämlich nicht mehr gesehen. Aber erstmal würde ich das da machen wollen. Und dafür müssen wir halt einmal bis zum Morgen schlafen, denke ich. Ja, nice. Sehr schön. Ja. Viel zu erledigen. Erstmal ins Armenviertel. Das, ja. Ah ja, genau. Hier runter. Einmal hier runter. Wo ist denn Daphne? Daphne ist schon wieder zurück. Irgendwie... Habe ich so das Gefühl, Daphne kommt nicht mehr zurück. Ah ne, da ist sie ja. Hi. Was ist denn los? Wie mit dem Fluss? Ja, natürlich. Ach, die ist so naiv. Aber okay, wir helfen ihr. Ja, besser macht das nicht. Ja, die haben wir.
Krass, wir können immer wieder hier. Hi. Ja, warte. Drei Stück. Wir haben noch zwei. Das weiß ich. Dann können wir auch gerade das Golderz holen gehen. So. Und wenn wir das nämlich haben, dann würde ich für heute wäre dann auch Schluss. Ich habe nämlich noch Essen, was auf mich wartet. Das würde ich noch genüsslich zu mir nehmen. Einmal in die Truhe. Und dann entnehmen wir mal kurz. Bevor wir... Zack. Wir sind halt extrem schwer. So, wir haben hier... Genau, zwei Golderz. Das tut schon ein bisschen weh. Und wir haben sogar noch ein Toxinium hier rumliegen. Können wir noch was kombinieren? Ja, ne? Ja, sehr schön. Noch ein bisschen Arzneitränke herstellen. Weil ist wichtig, Schlaf zu heilen. Okay. Wir stellen noch ein mächtiges davon her. Perfekt. Einlagern. Und dann lagern wir mal das Ganze. Ganz nicht die Frage. Kann man die Kinder dort angreifen oder geht das nicht? Also, ich will ja jetzt eigentlich nicht das ausprobieren. Ich würde behaupten, ja, weil du kannst alles angreifen. Also ich konnte auch die Wachen in dem Gefängnis angreifen. Ich gehe also sehr schwer davon aus, dass man auch die Kines angreifen könnte, wenn man das wollte. Rein hypothetisch gesprochen. Natürlich. Ah, das ist unsere abendliche Maske, ja. Die könnten wir sogar beilassen. Ja, 1-1, jawohl. Aber ich weiß halt nicht, also ja, das ist halt jetzt doof. Also ich würde es halt machen, wenn ich sagen könnte, ich speichere und kann wieder neu laden, aber das tut ja auch doof speichern, das Problem, ne? Für die Wissenschaft und so, haut drauf. Ja, es ist halt... Weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht könnte man mal so versuchen... Nur, ne? Also guck mal alle weg hier. Alle weggucken. Ah, nee. Ich glaube, der ist gerannt. Ich glaube, ich hätte ihn angreifen können, oder? Was ist jetzt mit dir los? Ah, nee. Man kann sie nicht angreifen. Geht doch nicht. Dann kann man vielleicht doch nicht alle NPCs angreifen. Hast du schon das Golderz gefunden? Ja, habe ich. Das ist ja so wichtig für die Kirche. ああ。ええ、ファイアファイア。ファスデン。前に川の水が汚れてる話をその線近くの人、地裁様たちが看病をしてあげてるんだけど、私じゃ地裁様の力にはなれないし。 Ja, ich kann Medikamente beschaffen. Ja, mehr Golderz einsammeln.
Jetzt nach dem Priester geht. Gegen Gift? Dagegen habe ich, glaube ich, sogar was. Erstmal geben wir dir das da. Mhm, ja, gar kein Problem. Mhm. せめてここの案内をさせていただいても、もしあなたのお時間が許すならですけれど、私についてきてくださいますか？ Nein, der Gold braucht dann die Kirche. Ja, ist so. Warte, ich kann gleich, wir können gleich noch ein Fireball versuchen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und wenn doch, und ich dann gefickt bin. Damn it. Ja, komm, führ mich mal durch. 病に侵された方できることは限られます。あなたがここに来られた時、患者様のご両親がおられたでしょ。いや。貧民街で日々の暮らしに困りの中、息子のルボミルさんまで病に侵されてしまった。あ、それはトラジック。それはトラジック。薬を買うお金がどうしても工面できなかったそうです。それで当院へ。オッケー。グッド。オッケー。あ。 Ach, das ist der da hinten. Okay, mit dem habe ich schon versucht zu reden. Der hat mir nicht so geantwortet. この方がそのルボミルさんですわ。流れ物の医者が指定したという薬を彼に与えていますが、一向に回復する気配が見えません。正直なところ、その医者の見立てが間違っていると思います。ちょっと待って、でも、フェンスター見て、誰か入んこくんだ。 In dem kleinen Fenster da. Aber das ist nur irgendwelches Gestrüpp. Wenn es klappt, das ist ein nice Shot für YouTube sicher. Warte, ich kann es ja an dem probieren, der da liegt. Er hat doch eh nicht mehr so lang. Vollkommen ehrlich zu sein, ich soll für die Zulässigkeit des sogenannten Arztes an, okay? 薬さえ与えれば治るなどと言って、高額な薬を買わせようとするやからもおりますからね。試験ですので、今の話はどうかご内密に。私は勤めに戻りますわ。どうぞごゆっくり。さあさあ、薬の材料が届きましたわよ。すぐに調合の準備をいたしましょう。なあ、あんた、助けてくれ。少女たちは優しくしてくれるけど。 俺の体は日に日に弱る一方だ。ちょっとした熱だったのに、今じゃ体が動かない。そこの空いてるベッド、何日か前までじいさんがいたんだ。元気そうでさ、もうすぐ退院だって言ってたんだ。だけど結局ただの考えすぎかもしれない。それならいいけど、でも何かがおかしい。頼むよ。 Ja, deswegen Toxinium. Ich weiß nicht, ob das so eine Medizin war. Ich habe nämlich das Gefühl, okay, ich habe das Gefühl, wir müssen halt jetzt da unten rein. Wir gehen noch einmal. Einmal kurz gucken. Fuck. Die ist wieder zu. Die macht nur zu einer bestimmten Zeit, glaube ich, auf oder so. Da müssen wir gucken, da müssen wir reinkommen. Das ist da, wo wir hin müssen. Da liegt nämlich der Alte, das hört man schon. Irgendwas ist da passiert. Ja, mehr Helfer. Sure. So. Was ist denn jetzt mit dir? Ja, ich weiß. 他のものは許可がないと入れなくて、私も入ったことはありません。
So klar, dass die an denen experimentiert, Alter. Ja, gar kein Problem, so. Mein Guter, du sollst sowieso bald verlegt werden, es tut mir leid. Oh, 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 nee, 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 hört auf, hört auf, kommt mit, nein, fuck. Nee, das wollte ich gar nicht. Komm jetzt mit. Hör auf damit. Komm zu mir. Fuck! Okay. Also man kann vielleicht nur nicht Kinder angreifen. Wait, ist er jetzt. Ist er jetzt zu mir gerannt? Nee! Nee! Halt! Stopp! Hört auf, den anzugreifen! Kommt jetzt zu mir. Oh mein Gott. Nee, der ist eigentlich nicht tanky. Das hast du gesehen. Also vielleicht von meinem Feuer war der ein bisschen tanky. Oh, aber meine Vasallen haben den schon geschnetzelt. Der war, glaube ich, auf 10 HP oder so. Also, damit wäre geklärt. Man kann, glaube ich, jeden erlösen, der nicht ein Kind ist. Jetzt kann ich in Ruhe aufgehen, Ehre. Wenn ich jetzt meinen Fisch hatte, deswegen verhunzt er. Aber nee, ich glaube, das sollte in Ordnung sein. Der hat ja nur kurz mal nur so ein paar Kuckelstellen. Der konnte aber danach wieder rennen. Tut mir leid. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Okay, für die Wissenschaft. Ah, so. Dann machen wir jetzt aber auch Schluss. Wirklich. Ich will was essen gehen. Einmal speichern. Dann einmal speichern zum Titelbildschirm. Oh. Dann an die YouTube Boys. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir werden uns dann das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch was. Ne? Macht's euch gut und vielleicht sogar noch besser.